18 Monate Drehvorbereitung. Über 2000 Seiten Storyboard. 160 Drehtage, 300 Schnitttage. Über 100 Mitarbeiter. Etwa 50 Außerirdische. 3 Regisseure. Und viel zu wenig Geld. Also hier ist Raumpilot vom Beruf, selbstverständlich, ein Abenteurer und in seiner 3-Zimmer-Rakete unterwegs. Und ja, hat da so diverse Dinge zu überwinden, unter anderem nicht nur das Problem, dass er auf Außerirdische, andere Planeten oder sonst was trifft, sondern auch seine eigene Dickköpfigkeit und diverse Probleme mit sich selbst. Ich bin die Halluzinelle. Ja, und ich bin Nell und suche meinen Heimatplaneten. Man kann Figuren echt lieben und überhaupt nicht finden, dass die was mit einem zu tun haben. Auch wenn ich das sehe, sehe ich überhaupt nicht mich, sondern ich denke, die Hallu, so. Und wenn eine Figur ganz gut funktioniert und auch gut geschrieben ist, dann ist das so. Dann hat das mit mir gar nichts zu tun oder mit irgendwelcher Selbstbeweihräucherung. Und die ist mir einfach irrsinnig sympathisch. Die ist so ein merkwürdiges, kleines, eine Mischung zwischen einem Spießer und einem Hippie und irgendwie total renitent und erstaunt immer von der ganzen Welt und auch eine Poserin und eine Drama-Queen gleichzeitig. Die hat so viele merkwürdige Facetten und ist so ein schillernder Charakter, finde ich. Ich finde die super. Also ich spiele die irrsinnig gern. Wie lange haben wir Drehbücher geschrieben? Naja, ungefähr ein Jahr, ne? Haben wir an den Drehbüchern geschrieben. Ja, ich habe 18 Monate. 18 Monate? Naja, wenn man noch bis hin zur letzten Version. Bis zum Dreh sozusagen. Ja. Ja. Also grob. Auch nach die Tichy-Sprache und so weiter. Stimmt. Ich finde, dass es eine totale eigene Handschrift hat. Ich finde die, das Team, dadurch, dass das, die kosmischen Kollegen und Sabotagefilms einfach alle im positivsten Sinne eine Macke weg haben, aber wirklich eine gute, eine sehr angenehme und genau wissen, was sie wollen, suchen die sich auch ein Team zusammen, was also auf so eine gute, inhaltlich kreative Art dahinter steht und auch so kongenial irgendwie funktioniert miteinander, dass das ein total cooles Arbeiten ist, weil das ist irgendwie so im besten Sinne wirklich sehr nerdig und diesen Teil habe ich auch in mir und wenn man da irgendwo steht und mit so einem gegen eine graue Wand spielt, mit einem 60er-Jahre-Staubsauger in der Hand und dann immer so ganz ernste Regieanweisungen kommen von, du musst jetzt die Handbremse ziehen, weil jetzt kommt die Milchstraße von rechts und dann schwappt die dir gleich gegen das Fenster, dann bin ich glücklich. 5 Quadratmeter Wüste, mehr haben wir leider nicht zur Verfügung. Und wir erzählen aber damit einen ganzen Planeten, eine ganze Planetenoberfläche. Wir haben bei den Drehbüchern eigentlich keine Rücksicht darauf genommen, ob sich das technisch umsetzen lässt. Ja? Also Ion Tichy ist eben, das ist einer der großen Vorteile, völlig frei, weil wir eben unseren eigenen Stil haben, wie wir die Dinge umsetzen. Ja? Also wenn wir eben einen extrem aufwendigen Planeten haben, dann ist klar, wir werden den als Modell bauen und damit ist es praktisch in irgendeinem Kostenrahmen überschaubar. Und deshalb haben wir auch überhaupt keine Rücksicht darauf genommen, bei den Drehbüchern uns dort einzuschränken. Und es soll diese verspielte, spontane, kindliche Art irgendwie haben, ne? Dieser Charme, der dann am Ende so immer, ach, ihr seid ja süß und so weiter, festgestellt wird. Aber das Problem ist natürlich, dass da, also Fakt ist, dass wir überhaupt rein gar nichts improvisieren, dass überhaupt gar nichts dem Zufall überlassen ist und dass wir uns unglaublich viel überarbeiten. Also wir haben jetzt, sei es beim Drehbuchschreiben, eine Idee gehabt, die musste wirklich durch sehr, sehr viele Prüfungen, um am Ende zu bestehen. Was ist das denn? Ich habe eine sehr lustige Situation erlebt. Dann habe ich so eine Frau gesehen, die rief Ion, Ion. Und plötzlich kam so ein kleiner Junge hin. Und dann habe ich sie gefragt, wie ihr Sohn heißt Ion. Sie, ja, das ist Ion. Nach Ion Tichy Raumpilot. Ich so, wie? Nach die Ion Tichy Raumpilot. Und ich hatte mein Crew-Sweatshirt an. Das haben wir gemacht nach der Abschlussfeier. Da stand auch Ion Tichy Raumpilot so ganz klein und das Zeichen für die 2. Staffel. Habe ich gesagt, ihr, ich bin einer der Regisseure, habe mitgemacht. Und sie so, oh, oh. Und dann der nächste Satz von ihr war aber, oh, kennst du Nora Tschirner?